told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you. Das Festival beginnt mit einem Heldenauto. Und wer bekommt das als Spielzeug? Jemand Teuflisches wie du. Tja, diesmal nicht. Scotty fährt bei dir mit. Auf geht's! So viele Knöpfe! Ich meine, nicht übel. Gar nicht übel. Zeig mir, was dieses Ding kann. Wow, Horizon, das war abgefahren. Verstehst du? Weil wir ein Auto setzen. Sorry. Mir echt nicht leid. Horizon war toll für mich. Ich habe es geliebt. Auch wenn ich noch nicht so ganz Scotty war. Da waren so viele tolle Typen. Alice, Deck, Kira, Warren, Rami und natürlich Don Thompson. Weißt du, dass er es hasst, wenn ich ihn so nenne? Oh, ich hoffe, das ist nicht der Grund, warum er nicht nach Mexiko gekommen ist. Ich habe alles erlebt. Von der Hitze in Colorado, über den Festivalboss in Australien, bis hin zur Ruhmeshalle hier in Mexiko. Ja, ich denke, bei Horizon ging es immer um die Menschen. Oder die Autos? Oder all die tollen Orte, die wir gesehen haben? Mann, keine Ahnung. Was bedeutet Horizon für dich? Hä? Ich? Wow, das hat mich noch nie jemand gefragt. Ich bin normalerweise einfach nur Scotty T, der Scottmeister, Hype Train Tyler, weißt du? Aber warte nur. Dich erwartet eine Hochgeschwindigkeitstour durch die besten Festivaltage deines Lebens. Nostalgie und Horizon pur. Ich kann's kaum Ich sitze im Heldenauto. Mir wird gleich schwindelig. Sekunde. Hallo? Darius? Kenne ich einen Darius? Warte. Darius Flint? Du bist in Mexiko? Built that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I... Also, wer ist dieser Darius? Champion von Horizon Colorado 2012. Er spielt nicht sonderlich gut mit anderen zusammen. Mit spielt nicht gut meine ich, dass er schummelt. Du wirst die Kurven schneiden müssen. Das macht Darius nämlich garantiert auch. VW Corrado. Cool. Egal, wer du bist oder was du fährst, bring deinen Schlitten und deine Freunde mit und komm hier runter. Das klingt für mich nach Horizon. Fahren wir zum Festival! Der Laden sieht aus wie das Lakeside Diner. Wir hatten die besten Pommes und Autos. Und da ist Jensen im Camaro Supersport. Genau wie damals. Unheimlich. Moosef, show me a sign. Hammerhead von Bass Arena. Colorado Bonus Tafel. Sie haben wohl eine übersehen. Mach sie alle. Deck hat diese Tafeln früher gegen Upgrades eingetauscht. Der alte Mann war zwar mürrisch, aber ein echter Teddybär. Hey,
kenne diesen Wasserturm. Wie kommt der denn hierher? Ein grüner Lambo Gallardo? Warte, stark! Ach, ihr Typen seid auch hier. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Keine Armbänder mehr, aber wenn du willst, bastle ich dir eines. Für dich sogar aus Gold. Superstar! Das fände ich genial. Ich bin immer noch gespannt zu hören, was Horizon für dich bedeutet. Ich arbeite noch dran. Außerdem meditiere ich inzwischen. Dir beim Rennen zuzusehen hilft auch. Ich bin mir sicher, wir bekommen bald eine Antwort. Wir bereiten unsere Hommage an Horizon Europa vor. Und das Boot hat gerade angelegt. Bereit für den Roadtrip deines Lebens? Scott, mein Leben ist ein Roadtrip. Fahr zum Festival oder in diesem Fall zum Straßenszene-Außenposten. Sobald du auf der Straße bist, kannst du Gas geben. Europa hat sich angefühlt, als würde sich eine ganze Welt öffnen. Als könnten wir tun, was wir wollen und gehen, wohin wir wollen. Sie haben also tatsächlich die Rennbarrieren entfernt, oder? Ja, ist irgendwie seltsam für eine Spritztour. Aber hey, es macht definitiv mehr Spaß. Von Castelletto zum Place Massena in Nizza, von Sisteron nach Montelino, von Saint-Martin nach San Giovanni. Du erinnerst dich noch an das alles? Wie könnte ich das vergessen? Der Sonnenaufgang über dem Meer, Nizza bei Nacht, in einem Audi Quattro durch die Toskana rasen. Das war die ultimative Wunschliste. Und wir haben das Beste daraus gemacht. Ich habe von den Schaurennen gehört. Wow! Da war dieses Rennen gegen einen Zug in Sisteron. Ich also mit Volldampf voraus. Wow! Also mit Vollgas und so. Naja, einige Leute ziehen mein frühes Material vor. Und zum Abschluss sind wir dieses fette Straßenrennen quer durch halb Frankreich und Italien gefahren. Ich habe 4 Platten vom Base Arena durchgehört. Das war total verrückt. Der Roadtrip deines Lebens. Mal wieder. Wer sagt, dass man die Uhr nicht zurückdrehen kann? Danke dir. Die Autos, die Orte, die Menschen. Das sind die Erinnerungen, die man nicht vergisst. Vergiss nicht, deine Songbelohnung auf dem Auszeichnungen-Bildschirm abzuholen. Sie wird direkt dem Horizon Mixtape hinzugefügt. Also los, los, los! Sieh mal, Warrens Trophy Truck. Du kannst Warren sein. Kriegst du seine Stimme hin? Nein. Gute Idee. Los, 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 los! Oh, die Sonne geht unter. Schnell, sag was Cooles. Hä? Ich? Alles klar. Ende eines weiteren langen Tages hier in der Base Arena. Zeit für deinen Kumpel Scott, das Mikro an den Nagel zu hängen und sich auszuklinken. Aber das hier ist Horizon. Und wenn die Sonne untergeht, fängt die Party erst an. Wow. Ja, yeah, damit verdiene ich meine Brötchen. Ich hatte bei Alex und der mexikanischen Offroad-Crew was gut. Hola, mi amigos.
Du hättest das Autotreffen von Horizon Australien sehen sollen. Das komplette Flugfeld im Outback war voll mit genial lackierten Autos, aufgemotzten Motoren, alten Klassikern. Es gab sogar eine Dragstrecke. Und nach Einbruch der Dunkelheit gab es dieses ganze Straßenrennen im Untergrund. Wir haben sie jetzt zu einem Teil der Familie gemacht und sogar Nachtduelle nach Mexiko zurückgeholt. Ja, vielleicht ist es das, worum es bei Horizon geht. Die Gemeinschaft. Ist das dein letztes Wort? Nein, nein, noch nicht. Aber ich stehe kurz vor einem Durchbruch. Warst du nicht auf der Hot Wheels-Insel? Es ist schön, das aus deinem Mund zu hören. Ein Teil von mir denkt immer noch, dass alles nur ein Traum war. Kleiner Tipp, Scott. Schau nicht nach oben. Oh, Blizzard Mountain war auch cool. Verstehst du? Cool. Oh, Scott. Ach, und sieh dir das Eventlab an. Ich habe Rami an die Requisitenabteilung von Horizon Oz vermittelt. Kannst mir später dafür danken. Alles klar. Wer hat die besseren Strände? Australien oder Mexiko? Ich kann mich nicht entscheiden. Australien zu verlassen war hart. Ich bin nicht sicher, ob ich das nochmal machen möchte. Scott, wir sind immer noch in Mexiko. Wir waren nie weg. Oh ja. Yeah. Cool. Oh, hallo, McLaren Senna. Sehen wir mal, was er so drauf hat. Hey, sieh mal, ein untypischer Winter. Wie praktisch. An den See? Du weißt Bescheid. Wildblumen, feuchte Pfade und ein Frühlingscameo von Kira Harrison. Du hast sie gehört. Boom! Ein herrlicher Sommer für das Finale. Leg dich nicht mit Scotty an. Er kontrolliert das Wetter. Auf zum Festival, Kindchen. Zeigen wir Mexiko, wie wir es auf die alte Tour machen. Das nie endet, wo du sein kannst, was immer du sein willst. Sorry. Ich bin immer noch gut. Genau das ist der Grund, warum wir dich nach Mexiko geholt haben. Gute Arbeit, Superstar. Wird Zeit, die Frage zu beantworten. Was bedeutet Horizon für dich? Ich habe lange und intensiv darüber nachgedacht. Hör zu, ich weiß, dass ich irgendwie nervig bin und uncool. Außerdem lasse ich mich leicht ablenken und meine Witze sind nicht immer die besten, aber Horizon gibt mir ein Zuhause. Ich kann jeden Tag mit Typen wie dir abhängen. Habe den besten Job der Welt. Das bedeutet mir sehr viel. Horizon wäre ohne dich nicht Horizon, Scotty. Hey, danke für diese Hochgeschwindigkeitsfahrt durch die Vergangenheit. Thank you.
Vielen Dank, dass du mein Video bis zum Ende geschaut hast. Wenn es dir weitergeholfen hat, wäre ich sehr dankbar über einen positiven Kommentar, einen Daumen nach oben und natürlich ein Abo. Dankeschön.